Echter Patientenfall, heute PCO-Syndrom, Kinderwunsch unerfüllter, was kann ich tun? Thema Ernährung. Also, erstmal für alle die, die nicht wissen, was PCO ist. PCO wird übersetzt mit polyzystischem Ovarialsyndrom, also PCO. Und am Ende ist das eine gestörte Eizellreifung und meistens eine Hormonstörung unter anderem im Hintergrund. Es ist aber immer ein multifaktorielles Geschehen, also nicht nur bezüglich der Eizellreifung, sondern die Hormonstörung kann zum Beispiel auch den Insulinspiegel angehen, also das, was die Bauchspeicheldrüse herstellt. Was macht man jetzt? Also das Erste ist, dass dieses PCO-Syndrom nicht unbedingt immer nur alleine auftaucht, sondern zum Beispiel mit dem Übergewicht, mit veränderten Fettwerten manchmal. Manche Patienten haben auch eine Fettleber zum Beispiel. Natürlich gibt es Bluthochdruck, veränderte Zuckerwerte in dem Zusammenhang. Es gibt die Möglichkeit Depressionsgeschichten. Also mehrere Sachen, die zusammenkommen. Ernährungstechnisch ist es so, dass man beim PCO-Syndrom häufig erstmal gucken muss, ob man eine Insulinresistenz hat. Bei der Insulinresistenz, könnt ihr in den Videos gucken, gibt es schon die Ernährungsempfehlung, Kohlenhydrate angepasst. Und man kann mit einem Hummer-Index selber bei den Ärzten testen lassen, ob man eine erhöhte Insulinausschüttung hat, weil mehr Insulin, mehr Kohlenhydrate, schneller Körperfettaufbau macht. Da wir beim PCO-Syndrom auch immer Entzündungsprozesse haben, also man weiß heute, dass das Übergewicht zum Beispiel auch Entzündungsprozesse in den Fettzellen hat. Und dann gibt es immer die Empfehlung, gesunde Fette mit einzubauen, weil die entzündungshemmend wirken. Das heißt, Gewichtsveränderung ist natürlich immer ein Thema, wenn mehr Gewicht da ist, um diese Entzündungsprozesse zu reduzieren. Und man kann sich immer vorstellen, dass die Hormone einfach logischerweise, wenn sie vorher gegen so eine Wand gelaufen sind, dann später wieder mehr Möglichkeiten haben, sozusagen durch den Körper zu düsen. Da sehen wir auch immer wieder, wenn Gewichtsabnahme kommt. Das ist zum Beispiel ganz häufig bei Patienten mit Magen-OP so. Wenn die abnehmen, gehen die Insulinspiegel runter und der Kinderwunsch, meistens geht dann auch in die richtige Richtung. Für Magen-OP nochmal wichtig, alle bitte ein Jahr, ist ja eine Empfehlung, möglichst vorsichtig sein mit Schwangerschaft. Also da soll möglichst keine kommen. Aber zurück zum PCO-Syndrom. Also Gewicht ist entscheidend. Wenn das Gewicht sich reduziert, reduziert sich der Blutdruck als auch die Fettleber ganz häufig. Ernährungstechnisch, Kohlenhydrate habe ich ja schon gesagt. Gemüse könnt ihr alles einbauen. Und bei den Kohlenhydraten ist es immer wichtig, darauf zu achten, bei warmer Mahlzeit zum Beispiel handvoll gekochte Ware, also Kartoffelreis, Nudeln, Brot und dann zwei Hände voll Gemüse zum Beispiel dazu. Wer noch mag, kann Eiweißquelle, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei zum Beispiel mit einbauen. Man kann natürlich auch die Kohlenhydrate reduzieren, um eine schnellere Gewichtsabnahme zu bekommen. Es gibt mittlerweile neue Studien, dass man sagt, mindestens 50 Gramm Kohlenhydrate täglich. Daher ist man bei nicht mehr komplett Low Carb unterwegs, sondern die Menge ist entscheidend. Obst könnt ihr einbauen, damit der Blutzucker nicht so schnell hochgeht. Kann man zum Beispiel Obst wunderbar mit einer Eiweißquelle, wenn man es mag, also Quark mit Joghurt, mit Frischkäse, Hüttenkäse kombinieren, weil der Blutzuckerverlauf an der Stelle einfach immer mit der Eiweißquelle langsamer ist. Und wenn ich die Eiweißquelle in den Mahlzeiten anhebe, und über den Tag auch anhebe, mindestens so 70, 90 Gramm oder mehr, geht die Gewichtsabnahme häufig auch besser, wenn sie denn eine Rolle spielt. Und damit natürlich auch die Reduzierung PCO und Eizellreifung wird dann wieder verbessert. So, also Insulinresistenz findet ihr in den Videos. Und bei den Entzündungsprozessen ist es noch wichtig, gesunde Fette einzubauen. Da gibt es auch schon ein Video drüber. Das heißt, an den Stellen gesunde Fette einbauen, zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Leinöl. Man sagt immer 1-2 Esslöffel täglich direkt in die Mahlzeiten. Es gibt auch Leute, die essen das abends vorm Schlafengehen mal einen Löffel. Aber das mag ja nicht jeder. Also schaut einfach, was da sozusagen euch geschmacklich passt. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitbekommen habt. Für alle, die PCO haben, aufpassen. Einfach versuchen, mal so ein bisschen Step by Step zu gucken, wo kann ich was umsetzen. Und ja, schaut die Videos an. Ganz liebe Grüße zu euch und denkt daran, Plus weg!
oder abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Ganz liebe Grüße!